Am Wochenende wird es wieder Zeit, über die neuen Starts auf Netflix in der kommenden Woche zu sprechen. Also Kalenderwoche 9 vom 25. Februar bis 3. März. Und weil das wieder so monatsübergreifend ist, stellt der Netflix ganz viele lizenzierte Filme immer am 1. des Monats ein. Da gibt es also eine ganze Armada. Neben 10 Originals, die wieder rauskommen, die keine Stand-Up-Comedy sind oder Serien, die sowieso jede Woche neue Episoden beinhalten. Darunter unter anderem zwei Filme, die völlig unterschiedlich sind und dessen Trailer wirklich spannend. Unter anderem Isn't It Romantic? Genauso wie der Junge, der den Wind einfing. Aber dazu gleich mehr, wenn wir über die Originals sprechen. Gucken wir erst einmal, was so an Lizenzfilmen und Serien reinkommt. Ab dem 26.02. gibt es DuckTales, der Film, zu sehen. Ab dem 28.02. auf Netflix Apollo 13. Und am 1.03. kommt dann die Armada, auch mit großen Klassikern wie Der Weiße Hai ist dabei. Dann gibt es Girls Club 2, Mamma Mia, den ersten Film von 2008. Johnny English 1 und 2. Die Jason Bourne-Filme 1 bis 4 gibt es zu sehen. Victor Frankenstein, The Scorpion King, Trennung mit Hindernissen, The Purge, dann noch Chips Abgang mit Steel Unforgettable, die Entführung der U-Bahn Pelham 123 mit John Travolta war der, Samba in Madman kommt raus, dann die Rolling Stones Doku Ole Ole Ole, Jurassic Park 1 bis 3 dann auf Netflix anschaubar, da schlägt mein Herz unter anderem ja höher, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Oliver und Co, District 9, X-Men Apocalypse, Fast and Furious 7, die 7. Staffel von Modern Family und für Anime-Fans gibt es noch Magie Labyrinth of Magic anzusehen und ganz The First Stage oder Gans the First Stage. Das sind die lizenzierten Sachen und damit wechseln wir rüber zu den Netflix Originals. Ab dem 25. Februar, also gleich dem Anfang der Woche Montag, gibt es die 3. Staffel von Van Helsing zu sehen für Fans der Serie, ehe dann am Donnerstag, dem 28. Februar, Isn't It Romantic folgt. Eine Rom-Com mit Rebel Wilson, mit Liam Hemsworth, mit Adam Devine unter anderem und erzählt die Geschichte einer Architektin, die romantische Komödien über alles hasst, aber eines Tages mit ihrem Kopf wogegen stößt, als sie aus einem Flirt feststellen muss, dass ein Diebstahlversuch dabei entstanden ist. Und nachdem sie wieder erwacht in einem wunderschönen Krankenhaus, stellt sie fest, auf einmal ist New York City eine komplett verwandelte Rom-Com und ihr eigenes Leben ist so, wie sie es immer gehasst hat. Darüber macht man sich dann über das Genre lustig. Es wird viel gesungen, es wird getanzt. Der Trailer ist teilweise völlig drüber, aber Rebel Wilson mittendrin, die sich lustig drüber macht. Ey, ganz ehrlich, ich finde den Trailer ziemlich cool zu Isn't It Romantic. Ab dem 28. Februar, also Donnerstag, auf Netflix anschaubar. Kann nur empfehlen, sich den anzuschauen, während dann ein Tag später, unter anderem ab dem 1. März, also Freitag, Der Junge, der den Wind einfing, startet. Ein Biopic, also basierend auf einer wahren Geschichte mit Stiltiel Ejiofor, ich spreche den Namen bestimmt immer falsch aus, der den Film, glaube ich, auch inszeniert, erzählt die wahre Geschichte eines 13-jährigen Jungen, der mit Hilfe eines Buches ein Windrad in seinem Dorf in Malawi baut, das vor der Hungerskatastrophe steht und versuchen will, mit der Erzeugung von Strom diese Katastrophe abzuwenden. Der Trailer ist total inspirierend, sieht ziemlich cool aus, hat bei mir Gänsehautcharakter, schöne Aufnahmen. Also diese beiden Filme könnten unterschiedlicher kaum sein mit Isn't It Romantic und Der Junge, der den Wind einfing, finde ich beide sehr interessant. Dann am Freitag, den 1. März, startet noch Northern Rescue in der ersten Staffel, eine Dramaserie rund um einen Mann namens John West, dessen Frau plötzlich verstirbt, der ist Lebensretter, sowas wie, ich glaube, Feuerwehrmann und er beschließt, in seinen Heimatort zu ziehen, in einen kleinen Ort namens Turtle Island Bay, zusammen mit seinen drei Kindern und dann ist das Ganze so eine Familiendramaserie, die eigentlich einen ganz guten Flair hat, was den Trailer einfängt. Dann startet noch Lava Island in der zweiten Staffel. Ist eher für Kinder gedacht. Es geht um zwei Larven, die auf einer Insel leben und wahnsinnig viel Spaß haben. Der Trailer ist volle Möhre drüber. Ist eher für die Kleinen gedacht. Dann für Cricket-Fans gibt es die erste Staffel von Cricket Fever zu sehen. Eine Doku-Serie, die die Mumbai Indians begleitet. Cricket-Meister durch die Saison 2018. Dann gibt es wiederum für Sportinteressierte noch die Stärke des Verlierens in der ersten Kollektion. Darin geht es um große Niederlagen von Sportlern und wie sie dadurch als Charakter gewachsen sind und über sich hinausgewachsen sind. Eigentlich ein ganz guter Ansatz. Dann startet noch der japanische Teenie-Film Am Flussufer. Darin geht es um Schülerin Haruna. Sie trifft auf den Einzelgänger Yamada und das löst eine ganze Gefühlsachterbahn in ihrem Leben aus. Dann startet noch der spanische Krimi- und Vergeltungsfilm Tuhuriu. Ich kann Spanisch nicht sprechen. Sohn der Vergeltung. Darin geht es um einen Chirurgen, der Rache schwört für seinen schwerst verprügelten Sohn. Und abgeschlossen wird das Ganze durch Budapest, ein französischer Film, der die Geschichte von zwei Freunden erzählt, die so ziemlich ihr ganzes Leben, alles, was sie erreicht haben in ihrer Karriere, aber auch in ihren Beziehungen aufs Spiel setzen, um eine Firma zu gründen, die riesengroße, abgedrehte Junggesellenpartys, die völlig hemmungslos sind, in Ungarn feiern. Hat so einen leichten Hangover-Charakter, wenn man sich den Trailer anschaut, aber irgendwie zu überdreht für meinen Geschmack. So gibt es also sehr Unterschiedliches auch wieder in der kommenden Woche auf Netflix, sowohl im Lizenzgeschäft als auch in den Originals. Und auf die beiden Filme mag ich gerne mal verweisen. Isn't It Romantic und Der Junge, der den Wind einfängt.
Fing, die sind beide wirklich nicht unspannend, wenn man sich die Trailer anschaut. Okay, ich hoffe, ihr habt was gefunden, wo ihr euch darauf freut. Ich fasse das ja immer ganz gern zusammen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.